Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ulvo. Ja, neuer Tag für mich, neuer Tag für euch. Wir sind hier in der Nettofestung. Die erste, die wir gefunden haben, bisschen weit weg vom Portal. Da. Und ja, sieht jetzt noch nicht groß aus. Ich hoffe, es geht viel weiter. Ich habe am Haus weitergebaut, also das ein bisschen umgeplant. Was wir da ein bisschen falsch gemacht haben, nämlich ich wollte ja am Boden, an den Wänden ringsum in der Ecke, die Quarzlöcke hin tun. Und das habe ich 1 zu hoch gemacht und jetzt habe ich es 1 tiefer gemacht. So, dass es nicht am Fenster schon ankommt, dass rings ums Fenster eigentlich die Stone Bricks sind. Und es ja, verläuft gut. Also sieht deutlich schöner aus. Oh, danke schön. Nein, nicht twittern. Diese Reichweite, diese Größe. Bist du größer geworden? Nee, das Schwert sieht zu groß aus. Krass. Blindes Skelett. Oh. Das ist ja heftig. So, wie die schnell sind, das ist unglaublich. Okay. Keinen Spawner. Keinen Durchgang. Nette Warzen haben wir schon. Bleiben wir mal unten. Und haben hier nochmal so eine Kiste. Sehr schön. Und hier ist nichts mehr. So, die Sachen sind natürlich zu Hause, nicht mehr im Rucksack, die wir mitgenommen haben. Aber das ist halt einfach wegen begrenztem Platz und so einfach nötig. Würde ich auch gerne ja ein bisschen mehr managen müssen oder so. Aber es sind so viele Items in diesen Mods, also kompletter Rucksack und Inventar war voll. Es geht einfach gar nicht. Ich bräuchte noch viel mehr Rucksäcke. Und deshalb ist es einfach zwischen den Folgen einfach nötig, dass wir da einfach immer wieder freies Inventar haben. Aber gut. Eben, es ist kein Herausforderungsprojekt. Da müsst ihr zu einem anderen YouTuber gehen oder so, wenn ihr wirklich schwere Herausforderungen wie Ultra Hardcore oder so haben wollt. Oder Technik oder so. Ich bin der Bau. Also ich bin jetzt gerade eben sehr am Bauen gewesen. Und mich hat es sehr ermutigt, sehr motiviert. Ich komme leider nicht so schnell immer dran zum Bauen. Das Gameplay ist für mich einfach zu langsam und zu umfangreich. Bis ich dann wirklich zum Bauen komme und so, geht bei mir halt immer ein bisschen einige Zeit. Ja, leider können wir da nichts machen. Aber hier haben wir schon mal einen Lore-Spawner. Kann ich mal kurz markieren. So, und da haben wir noch einen Magmaschleim. Aber ich habe jetzt wirklich auch sehr gute Ideen gesammelt. Dieses Schwarz, Grünherz, Holz, das wir, ja, die Setzlinge geholt haben in einem der letzten Parts. Sieht wunderschön aus als Boden. Sehr angenehm zu schauen. Eventuell sogar als Dach. Ich wollte eigentlich ein Brickdach machen, ein, ja, Ziegelsteindach auf Deutsch. Aber nee, es ist auch ein bisschen zu eintönig. Ja. Auf großen Mengen, große Dächer möchte ich nicht aus Ziegelsteinen machen. Ziegelsteintreppen. Eher kleinere oder so. Müssen wir dann mal schauen, wie es gut aussieht. Mit
am besten ein paar Tipps. So, da wir jetzt hier gerade die Festung eigentlich fertig haben, ich weiß nicht, ob jetzt hier oben etwas ist. Was ist denn das? Aber eine zweite Festung hinten dran. Können wir da eigentlich gerade mal kurz. Ich glaube, das ist auch nur ein Portal auf die andere Seite zeigend. Gehen mal hier hoch am besten. Oder ja, ich empfehle jetzt mal nicht, hier hoch zu kommen. Oder? Nee, komm. So dringend Kisten brauchen wir nicht. Es ist eben mehrheitlich Schrott durch die Mods. Da ist der zweite und der dritte ist ja auch dort Ding. Also wir könnten hier wirklich sehr viel abbauen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt unbedingt brauche. Boah, das bringt mich ja um. So, da drüben sind sie gespawnt. Hier oben ist nichts mehr. Gehen wir mal hier rein. Okay, hier oben ist wieder etwas, eine Kiste mit Bienen. Okay, wir müssen aber vorsichtig sein. Falsches Inventar geöffnet. Das von der Truhe möchte ich gerne. Das Steinschwert ist sehr wertvoll, das nehmen wir mit. Nix für die Katz. Ja, ich könnte mich noch ein bisschen besser anstellen, ein bisschen schneller schlagen oder so. Eine Feuerfliege. Hier waren wir schon? Scheinbar ja nicht. Was ist denn hier draußen? Ziemlich gar nichts, immer das gleiche Biom. Da ist noch ein wildes Skelett. Ja, die Reichweite ist halt sehr gering. Vom Schwert, da könnten wir eine bessere Waffe eigentlich gebrauchen. Also hier waren wir. Drüben ist scheinbar nichts, hier ist auch nichts. Hier auch nichts. Und hier in diesem ganz langen Flur ist auch nichts. Schade. Mal nochmals überlegen. Ja, runter nochmals. Da ist ein Lungen. Ist eigentlich gar nichts. Ja, nochmals runter und dann hier links. Hier oben ist auch ein Lohrspawn. Ah, schade, wir erreichen sie so nicht. Okay, gut, haben wir die gefunden. Eine spawnen die von oben, also von hier nicht. Nö, die spawnen vielleicht von oben. Kommen wir fast nicht hoch. Da ist Lava. Achtung, hey, von wo kommst du? Also scheinbar hier nicht. Ja, man sieht es nicht. Aber schön, dass hier sehr viele Kisten sind. Nur eben, man braucht das Zeugs eigentlich kaum. Ich habe sicher mal vor, etwas Großes mit Gold und Eisen zu bauen, aber. Ja, okay. Hier ist schon ein bisschen besser. Okay, sehr gut.
Ja, also es ist echt nicht nötig gewesen, jetzt schon mal eine Festung zu finden, zum Looten, zum Monster besiegen, ja. Und da haben wir auch genügend Monster. Nur eben Köpfe haben wir noch nicht vom Witter, die sind sehr viel seltener. Was ein Wittersknochen eigentlich macht. Ultimative Material, okay. Ja, das ist ein bisschen zu groß. Das ist ein bisschen übertrieben. Wie soll man das dann auswendig platzieren können? Das ist schon heftiger. Aber nice. Was man also noch machen könnte. Ah ja, hier waren wir. Gut, dann waren wir eigentlich überall in dieser Festung. Da wir noch Quarz brauchen, gehen wir jetzt mal. Ja, wir können die Lore-Routen eigentlich gut gebrauchen fürs Verzaubern. Ja, wir kommen so nicht weiter. Hier ist halt auch das Biom. Wir müssen alles auf der anderen Seite. Hier. Dann irgendwie runterbauen. Das ist am besten. Da runterbauen. Weil wir so einen Schaden bekommen, aber sehr wenig. Jetzt kriege ich das mal. Oh, da war noch ein bisschen Lava. Sehr schön. Also nicht immer sofort ins Blinde hüpfen. Ah. Ich hätte es fast noch gemacht aus Langeweile, aus Schnelligkeit. Aber nein. Überall sind diese Löcher, einfach diese blinden Löcher. Das ist gut, dass ich nicht so extrem hastig bin. Eher unkonzentriert. Und dann muss ich einfach kurz aufhören zu reden, dann geht's. Sehr viel Quarz, das ist sehr schön. So. Mittlerweile habe ich ja ungefähr 13 Parts hochgeladen. Könnten sogar der 14. Part sein. Und mittlerweile haben sich viele Leute eigentlich ja so ein bisschen bemerkbar gemacht. Also die Aufrufe, die haben sich ein bisschen erhöht. Ich möchte gerne da ein paar Sachen mitnehmen. Nehme ich einfach mal die. Na komm. Ist nur ein Pillar. Dann nehme ich einfach da die Sachen mit hier. Sehr schön. Knochen sehen nämlich sehr schön aus. Ich habe jetzt mich völlig an das normale Texture-Pack gewöhnt. Für mich sieht es schon ein bisschen schöner aus, obwohl die Grafik nicht so schön ist. Also, ja, ein Texture-Pack muss halt einfach passen und nicht gerade ein weißes Nether bringen, was keine, ja, verschiedene Farbe hat. Ist einfach alles weiß. Oh, das sollte ich nicht machen. Lava fließt immer noch. Weshalb ich jetzt nochmals kurz Stärke gebrannt habe, oder? Das ist wahrscheinlich, ja, so ein Zeitbug. Doch die FPS gewesen oder sowas. Also, das ist einfach zweimal hintereinander Schnee gemacht hat, kurz gestoppt hat. So, dann gehen wir hier am besten einfach weg von den Pilzen. Ah, hier unten hätte es Lavablöcke, die ich noch mitnehmen möchte, aber ja, schon wieder dieses Biom, das ist unerhört. Eine gute Axt, also.
Die hat schon sehr gute Verzauberung. Glück gibt wahrscheinlich mehr Setzlinge. Das weiß ich leider nicht. Ja, ist wieder Lava. So. Okay. Wir sind bei der Festung. Jetzt kramen wir uns hier wieder schön nach oben. Kein Gas zu hören. Irgendwie, bis wir ganz oben sind. Mal kurz rausschauen. Okay, ein Garten, ein Lohe. Spawner. Da ist nix. Da drüben könnte kurz etwas sein, etwas wie eine Kiste. Ist echt nix. So. Ja, ein paar kann ich auch wieder deaktivieren, die brauche ich jetzt nicht anzuzeigen. Ja, hier unten ist leider auch nichts. Okay, schade. Ja, ich wollte eigentlich nicht das auswählen. Tasten blind zu finden am anderen Ende. Gut, explodiert es nicht wie ein Bett. Aber eben, wer schläft schon in Nether? Einfach für die Netherite-Farmen in der 1.16. Sind Bette eigentlich relativ gut, aber zu teuer für mich. Also ja, zu umständlich zu craften. Weil dann im Hütte 3 Wolle und 3 Bretter braucht. Ist es also nicht so bequem. Deshalb machen viele TNT. Und dann immer Gänge. Okay. Schießen auf mich. Einer. Gar nichts. Quarz, okay. So. Ich sehe nichts. Nicht laggen. Ja, man fragt sich, wie wird das ausgelöst, dass es manchmal stoppt. Kann nur ein Mod oder zwei Mods sein. Ist wahrscheinlich Mistcraft, aber ja. Das brauchen wir. Aber es ist nicht schlimm, es sind immer nur kurze Wartezeit. Das ist nicht schlimm. Direkt mal wieder einer gesniped. Ich will Quarz, das Ding ist sowieso nicht abbauen. So, wieder dieses Biom, aber ohne weiße Pilze. Gehen wir doch mal hier ein bisschen weiter. Ich brauche noch mehr Quarz. Ich habe da irgendwas gesehen.
Nochmals zurückgehen. Ah, Quarz. Okay. Sehr gut, da noch. Ja, gut. Dann gehe am besten nochmals weiter, Quarz. Also. Jetzt ist nämlich alles wieder flüssig. Sobald wieder Monster sind, leckt es irgendwie wieder ein bisschen kurz. Es ist echt nichts hier. Man ist immer wieder in einer Sackgasse. Ich müsste mich da durchgraben, eventuell. Ja, genau. Boah. Sieht man ja kaum. Weg. Könnte mich irgendwie hier runter bauen. Ist auch keine gute Wahl, hat so viele weiße Beze. Das Biom ist extremst häufig. Das haben sie nicht gut gemacht, den Wetterneffe. Keine Ahnung, was die gedacht haben. Ist durch den Baum Sopendi Mod, den ich noch drin hatte, davor natürlich nicht aufgefallen. Aber hier immer dieses oder das Pilzbiom. Das weiße Pilzbiom. Ja gut, da ist ja gar nichts. Der Map ist wirklich immer nur Dunkelheit. So, aber noch mal ein bisschen Quarz. Gut, dann beende ich, glaube ich, den Part jetzt. Das wird schon 25 Minuten sein. Und grab mich so weit durch, bis ich wieder irgendwo durch bin. Das ist sonst zu lange. Bis dann. Tschüss.